Künstliche Intelligenz ist die Wissenschaft von der Programmierung von Maschinen oder Computern für menschliches Verhalten. Der technologische Fortschritt hat Algorithmen hervorgebracht, die selbstständige Entscheidungen treffen, wie ein bestimmtes Ziel zu erreichen ist. Diese Entwicklung dringt immer mehr in unseren Alltag ein. Smartphones werden immer schlauer. Cyberhelfer finden in Sekundenschnelle alle möglichen Informationen und selbstfahrende Autos sollen den Verkehr sicherer machen und menschliche Irrtümer begrenzen. Künstliche Intelligenz verspricht eine hocheffiziente Welt, in der sich Roboter um Kranke kümmern, unsere Kühlschränke füllen, unseren Urlaub planen und gefährliche Jobs erledigen. Computerspiele sind ein Gradmesser für Fortschritte bei künstlicher Intelligenz. Hier kann die Maschine bestimmte Denkaufgaben besser lösen als der Mensch. Beim Schach und dem hochkomplexen Brettspiel Go zeigen Computer auch den weltbesten menschlichen Spielern die Grenzen auf. In der Medizin kann Software schon Krankheiten wie bestimmte Krebsarten besser diagnostizieren, als Ärzte es könnten. Allerdings bereitet die Frage Kopfzerbrechen, wie sich diese neue industrielle Revolution auf unser Arbeitsleben auswirken wird. Millionen Jobs könnten verloren gehen und von Robotern mit schier unbegrenzten Fähigkeiten erledigt werden. Es gibt sogar Befürchtungen, die Maschinen könnten außer Kontrolle geraten und eine Gefahr für die Menschheit selbst werden. Doch während Robodogs und kämpfende Androiden schon bald keine Science-Fiction mehr sein dürften, ist es bis zur Superintelligenz, die den Menschen überflügeln könnte, noch ein weiter Weg. Noch mangelt es den Kunstwesen an sozialer Intelligenz, um die Nuancen alltäglichen menschlichen Handelns verstehen zu können.